Ja, und somit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Scania Truck Driving Simulator, The Game. In der ersten Folge haben wir erfolgreich den Führerschein bestanden, alle Aufgaben gemeistert, in ziemlich guter Zeit, würde ich sagen. Als nächstes kommt der Fahrerwettbewerb. Mal schauen, um was es da geht. Willkommen zur ersten Herausforderung des Young European Truck Driver Fahrerwettbewerbs. Diese Folge von Wettkämpfen wird alle 2 Jahre von Scania organisiert, um die Leitbilder von Verkehrssicherheit, wirtschaftlichem und ökologischem Fahren sowie das hohe Maß an Fähigkeiten zu fördern, das zum Fahren eines LKWs benötigt wird. Absolviere den Lokalentscheid und beweise, dass du zur Elite gehörst. Okay, da gibt es ein paar Strecken. Der Garten. I'm ready for it. Oh shit. Ich bin da auf den Taste gekommen. Ich wollte eigentlich schauen, was da steht. Der Garten. Willkommen zur ersten Herausforderung des Young European Truck Driver Fahrerwettbewerbs. Diese Folge von... Da steht das Gleiche. So dass du mit... Nicht mit dem... Okay, einfach umdrehen eigentlich. In einer engen Stelle. So gesehen. Oder einen 3-Point-Turn machen. Könnte man auch sagen. Okay, jetzt Vollgas. Shit. Shit. Okay, ich glaube, das ist... Lass mich kurz mal schauen. Ja, okay, das ist doch viel enger, als es scheint. Okay. Wiederholen, bitte. Dann doch nicht mit Vollgas da rein. Schon ziemliches Kurbeln da mit diesen 800-900 Grad Lenkwinkel. Und dann halt langsam. Jetzt würde ich gerne eigentlich die Sicht ändern nach draußen. Welche Taste? Das ist die Taste, die ich gesucht habe. Really? Ja, komm, egal, weiter geht's. Zielsicher, diese Herausforderung wird zeigen, wie genau du abschätzen kannst, wo sich die vordere Stoßstange deiner Zugmaschine befindet. Die erforderliche Präzision macht dies zu einer überraschend schweren Aufgabe. Sei vorsichtig im Umgang mit Gas und Bremse. Wenn du diese Aufgabe innerhalb von 60 Sekunden abschließt, wird die Entfernung automatisch so zum Halten, dass die Vorrunde deiner Zugmaschine so nah wie möglich an der Mitte der Zielscheibe gelangt. Zeige an, dass du fertig bist, indem du die Hupe oder... Okay. Sag ich so nah in die Mitte wie möglich. Und dafür müssen wir diesen Spiegel hier oben benutzen. Und ich habe 60 Sekunden Zeit. Für mich sieht das jetzt eigentlich schon ziemlich gut aus. Ja, was will man mehr? Die Stange.
eine weitere Herausforderung, die genaue Kenntnis über die Abmessung deiner Zugmaschine erfordert. Setzt dein Satzzug sofort die vorbereitete Stange, dass ihre schwarze Markierung mittig und unmittelbar vor der Fahrzeugfront liegt. Pass auf, dass du nirgends anstößt. Das ist mittig. Das ist natürlich fies, dass der LKW schräg steht. Mit der Zugmaschine mittig und so nah wie möglich. Wo ist etwa die Mitte? Einfach langsam rollen lassen. Komm noch ein bisschen. So. 416 Punkte. Okay, da möchte ich gerne die Aufzeichnung kurz anschauen. Stoßstange. Dach. Vogel. Schade, kann man die Kamera jetzt nicht ändern. Ja, okay. Es würde schon ein bisschen mehr gehen. Theoretisch. Aber eigentlich kann man ja diese Herausforderung bloß einmal machen. Und dann ist es vorbei. Rings um den Kreisel. Die Lokalrunde des Fahrerwettbewerbs Young European Drug Driver ist in vollem Gange. Die Herausforderung verlangt vor dir den Beweis, dass du auf engem Raum eine Kehrtwende machen kannst. Achte auf die Pylonen an beiden Seiten des ausgewiesenen Weges. Strafpunkte sind das Letzte, was du jetzt gebrauchen kannst. Noch mal kurz schauen, was da unten steht. Kehrtwende ist so, als ob du durch einen engen Kreisverkehr fahren würdest. Ja. Und du berührst dabei keinen der Pylonen. Klar. Ist abgeschossen, wenn es dir gelingt, den roten Zylinder am Ende umzustoßen. Alright. Da wir auf der rechten Seite fahren. In Europa fahren wir hier rechts rum. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen was zwischen Können, Geduld, Geschick. Wir da. Achso, ich dachte, der wird uns verfolgen. Ja, das sieht schlecht aus. Ich meine, ich meinen könnte, der LKW wird absaufen. Okay. Ich habe das Ganze schon ein bisschen falsch angefahren, ehrlich gesagt. Wie knapp das ist! Ja, mach ein schönes Foto, bitte. Spiegel täuscht auch ein bisschen, finde ich, irgendwie. Sieht gut aus. Wahrscheinlich habe ich viel zu lange. Aber ist eigentlich egal. Hauptsache, wir treffen da keinen Pylon. Sah auch wieder ziemlich knapp aus. Hier sollte gehen. Okay, okay, okay. Und Vollgas. Nice, 500 Punkte. Ich glaube, das ist immer die Höchstpunktzahl. Eigentlich würde es ja auch noch eine Online-Rangliste geben. Aber da muss man sich anmelden. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf gehabt. Und spielt eigentlich eh nicht so eine große Rolle. Die Rampe.
Ein LKW-Fahrer muss eine klare Vorstellung von dem haben, was um sein Fahrzeug herum passiert. Auch davon, was sich darunter befindet. In dieser Herausforderung geht es darum, durch präzise Steuerung die Räder entlang der vorgegebenen Linie zu führen. Manchmal kann selbst ein banales Objekt wie eine Rampe zu einem gemeinen Test werden, bei dem sich Männer von Jungs abheben. Okay, nochmal kurz schauen, was da unten steht. Fahre vorwärts entlang der Pylonen und über die Rampe, sodass du mit allen Rädern der Fahrseite über sie rollst, also Auflieger und LKW. Lege nun den Rückwärtsgang ein und fahre so über die Rampe. Alle Räder auf der Beifahrseite über sie rollen, also einmal rechts und einmal links. Okay. Ja, vielleicht könnte das ein bisschen schwieriger werden. Dafür würde ich jetzt wieder in die 2 wechseln. Leider sehe ich den Auflieger nicht. Okay, das sieht gut aus. Wieder in die 1. Und rückwärts. Ja, das wird jetzt schwieriger. Ich sehe absolut gar keine Rampe im Seitenspiegel. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich da gar nichts. Mir fehlt die Zoom-Funktion. Okay, ich glaube, wir sind drauf. Fühlt sich zumindest so an. Okay. Sie buhen uns aus. Ich glaube, das war nicht so gut. Ja, okay, 50 Punkte verloren. Naja, okay. Kurz mal die Aufzeichnung anschauen. Da sieht man gar nichts. Da sind alle Reifen drüber. Wieso wurden wir denn da schon ausgebuht? Weil wir schräg sind oder was? Ja, okay, da sind da, okay, ja, nicht gerade drüber. Na ja, komm. Der Schluss war auch ein bisschen, naja. Weiter geht's. Big C. Diese Disziplin wird geprüft, ob du mit einem Auflieger rückwärts und auf begrenztem Raum navigieren kannst. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Länge deines Sattelzugs richtig einzuschätzen. Fahre rückwärts durch die Schoss über die roten Zylinder um, sodass er zwischen die blauen Zylinder fällt. Oh, okay. Also einmal rückwärts. Man darf die. Und dann wieder den roten Zylinder treffen. Und die Blauen müssen stehen bleiben. Hinderniskurs, ohne dabei einen der blauen Zylinder umzustoßen. Okay. Könnte jetzt ein bisschen dauern. Hat es da drüben irgendwo einen blauen Zylinder? Nee.
Da haben wir noch genug Platz. Sehe ich gleich wieder nichts mehr im Spiegel. Okay, da ist der blaue Zylinder. Einmal drum herum. Knapp vorbei ist auch gut. Okay, das ist jetzt schwierig. Dann müsste ich mich irgendwie so positionieren, dass ich bloß den roten Zylinder im Spiegel sehe, damit ich den bloß umschmeißen kann. Was wahrscheinlich schlauer ist. Und er muss gerade fallen. Komm, Stupser! Nice. No! Oh, fuck. Es hat so gut ausgesehen im Spiegel, als ob ich bloß den und geschossen hätte. Huh! Jetzt keinen Fehler machen, aber. Und jetzt Vollgas wieder. Knock the King, 0 Punkte. Ja, gut. Das ist eigentlich spannend zu sehen. Vogelperspektive sieht man auch nicht so viel. Bringt gar nichts. Da. Aber ich bin doch gar nicht dran gekommen mit dem LKW. Also mit dem Auflieger. Naja, gut. Somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei den nächsten Aufgaben. Und gute Fahrt. Bis dahin. Tschüss.